Willkommen zurück zum Finale von Assassin's Creed. Und der Plan, Borgia zu erschießen, hat nicht so richtig funktioniert. Er hat meinen Kugeln widerstanden. Aus welchem Grund noch immer. Alle anderen fallen um, aber er nicht. Was soll ich jetzt machen? Soll ich einfach hoch oder wie? Nee. Hier irgendwas? Null zwei, was heißt das? Ich gehe am besten weg. Ne, hier ist auch nichts. Ach so, da. Da war ich doch gerade. Ich soll den Geheimgang finden, stand da gerade. Das habe ich nicht gelesen. Das stand da doch gar nicht. Zählen wir nicht. Hä, was ist das denn hier? Was ist das für ein Licht? Sag nicht, wir sind plötzlich im 23. Jahrhundert und das sind EPS-Leitungen hier hinter der Wand. Was ist das für ein Ort? Das habe ich auch schon gefragt. Oh, okay. Das Tribunal. Öffne dich, verdammt! Geh auf! Es ist vorbei, Rodrigo. Keine Tricks mehr. Keine antiken Artefakte mehr. Keine Waffen mehr. Ich schmeiß das nicht weg, das ist gut. Mal sehen, woraus ihr gemacht seid, alter Mann. Na gut. Wenn du es so spielen willst. Du hast die Pistole weggeschmissen? Bist du bescheuert? Was erwartet ihr eigentlich von der Gruft, Rodrigo? Weißt du nicht, was da drin ist? Oder willst du sagen, die großen, mächtigen Assassinen konnten es nicht herausfinden? Was nicht herausfinden? Es ist Gott. Gott lebt an diesem Ort. Ihr wollt, dass ich glaube, dass Gott unter dem Vatikan lebt? Das wäre logischer als ein Königreich auf einer Wolke, nicht wahr? Umgeben von singenden Engeln und Posaunenchören. Ein liebliches Bild. Mal angenommen, ich würde euch glauben. Was glaubt ihr, tut er, wenn ihr die Tür öffnet? Das ist egal. Ich suche nicht nach Bestätigung, nur Macht. Und ihr denkt, er wird diese aufgeben? Was immer hinter dieser Wand ist, es wird sich Stab und Apfel nicht widersetzen können. Sie wurden erschaffen, um Götter zu fällen. Gott soll allwissend sein und allmächtig. Ihr glaubt, ein paar alte Reliquien können ihm was anhaben? Du weißt nichts, Junge. Dein Bild der Schöpfer stammt aus einem alten Buch. Einem Buch, geschrieben von Menschen. Ihr seid der Papst. Und doch lehnt ihr den zentralen Text eurer Religion ab. Bist du so naiv? Ich wurde Papst, weil mir das Amt Zugang verschafft. Es gibt mir Macht. Glaubst du, ich glaube auch nur ein einziges Wort aus diesem lächerlichen Buch? Alles Lügen und Aberglaube. Genau wie jedes andere religiöse Traktat aus den letzten 10.000 Jahren. Bist du fertig und kann ich dich jetzt umbringen oder kommt da noch was? Keine Chance, guck dir das an. Er trifft nicht mal.
Ja, cool sieht er ja schon aus, dass er leuchtet, ne? Also als wenn er wirklich irgendwie Gottes Macht in sich hat oder so. Wenn der aktuelle Papst so leuchtet, würde ich ihn aber auch für allmächtig halten. Oh, er hat mal ausgewichen. Klatsch. So gefährlich wird er mir nicht in dem Zustand. Drücken! Wirk ihn! Tod! So. Oh nein! Es ist meine Bestimmung! Meine! Ich bin der Prophet! Ach, komm. Das wart ihr nie. Dann bring es schon zu Ende. Nein. Euch zu töten wird meine Familie nicht zurückbringen. Ich bin fertig. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Requiescat in pace. Und so wird Ezio jetzt zum Gott. Oh, Ezio hat Phaser aktiviert. Cool. Trifft Ezio jetzt wirklich auf den Maul des Wolfes? Okay. Wow. Sequenz 14 beendet. Wert gestiegen. Interessant. Jo, ich habe schon heftigere Bosskämpfe gehabt. Das war schon lustig. Wenn jetzt die Credits kommen, dann okay. Naja. Sei gegrüßt, Prophet. Es ist gut, dass du kommst. Zeig es uns. Boah. Wir sind dankbar. Ein Hologramm. Wir müssen reden. Wer seid ihr? Ich bin Phile. Als ich starb, war ich Minerva. Davor war ich Merva und Mira. Und noch viele davor. Auch die anderen. Juno, die vorher Uni hieß. Jupiter, der vorher Tinia genannt wurde. Krass, die Götter. Ihr seid Götter. Nein, keine Götter. Wir waren einfach vorher da. Auch als wir noch auf Erden wandelten, haben die Menschen uns nicht verstanden. Wir waren fortgeschrittener. Euer Verstand war nicht bereit. Auch jetzt. Vielleicht nie. Wer weiß? Ihr mögt uns vielleicht nicht verstehen, aber ihr werdet unsere Warnung verstehen. Ihr müsst. Wieso schaut sie mich so an? Nichts von dem, was ihr sagt, ergibt Sinn. Unsere Worte sind nicht für dich bestimmt. Wovon redet ihr denn? Hier ist doch sonst niemand. Genug. Ich wünsche nicht, mit dir zu sprechen, sondern durch dich. Du bist der Prophet. Dein Teil ist erledigt. Du repräsentierst ihn, aber sei bitte still. Wir müssen reden.
zu. Als wir noch fleischlich waren und unsere Heimat intakt, verrieten uns die Menschen, uns, eure Schöpfer, uns, die euch Leben gab. Wir waren stark, aber ihr wart viele. Und beide wollten wir Krieg. So sehr vereinnahmte uns das Irdische, dass wir den Himmel nicht beachteten. Und als wir es taten, brannte die Welt, bis nichts außer Asche verblieb. Dann und dort hätte es enden sollen. Aber wir erschufen euch nach unserem Bilde. Wir schufen euch, um zu leben. Und das taten wir. Wir waren wenige. Von euch und von uns. Es forderte Opfer, Stärke und Hingabe. Doch wir erneuerten. Und als Leben in die Welt zurückkehrte, schwuren wir, dass die Tragödie sich nicht wiederholen würde. Aber nun sterben wir. Und die Zeit arbeitet gegen uns. Aus Wahrheit wurde Mythos und Legende. Was wir erschufen, missverstanden. Lass meine Worte die Botschaft konservieren und unseren Verlust aufzeichnen. Aber lass meine Worte auch Hoffnung bringen. Suche nach den anderen Tempeln, erbaut von denen, die sich vom Krieg abwenden konnten. Ihr Werk beschützte uns. Rettete uns vor dem Feuer. Wenn du sie findest, wenn du ihre Arbeit rettest, dann vielleicht auch diese Welt. Doch schnell, die Zeit wird knapp. Wappne dich gegen das Kreuz. So viele werden sich dir in den Weg stellen. Hat Ezio mal eben die außerirdische Spezies getroffen? Krass. Es ist getan. Die Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt nun. Wir alle. Wir können nichts mehr tun. Nun liegt es an dir, Desmond. Was? Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen. Biu, 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 was biu, zur Hölle? Biu, biu, biu. Was zur Hölle? Ja, okay. Credits. Was zur Hölle? Ich führe den Satz fort. Wollt ihr mich verarschen? Ey, wenn man das Spiel damals gekauft hätte, ne, und da kam näher nichts dahinter, dann habt ihr das gesehen. Es sind nur etwa 10 Minuten, bis ich... meine ganze Ausrüstung. Bereit zu gehen, bevor sie... Desmond! Ja, ja. Gut, Sean. Du und Rebecca müsst hier drin alles zusammenpacken und in den Truck laden. Du und ich kümmern uns um die Templer. Sie sind hier? War nur eine Frage der Zeit, bis sie uns finden. Ganz ehrlich, es wundert mich, dass sie so lange brauchten. Gehen wir. Okay, ich nehme alles zurück gerade. Soll ich in den Credits? Ich steuere ihn in den Credits. Es gibt's nicht. Ich habe kein Spiel gesehen, wo ich es in den Credits gesteuert habe. Also so richtig aktiv gespielt. Also, wie ist der Plan? Wir hauen ja ab und dann? Es gibt noch einen Unterschlupf, der... Wir kriegen Besuch. Ich sehe nichts. Credits sind im Weg. Der Truck ist gleich vor uns. Oh. Ups, Nö, nee, hör auf, runter zu springen. So sehe ich vielleicht mehr. Mr. Marks, welch unerwartete, aber freudige Überraschung. Und ich dachte, ich müsste noch mehr Männer an Sie vergeuden. Schön, dass Sie mir den Ärger sparen. Was wollen Sie, Widdig? Dass Sie nach Hause kommen. Wir vermissen Sie. Wir haben noch so viel Arbeit gemeinsam. Das wird nicht passieren. Dass Sie mich aber auch immer wieder enttäuschen müssen, Miss Stillman. Ich habe Ihr Leben gerettet. Erinnern Sie sich? Und so danken Sie es mir. Sie retteten mich, damit Sie weiter Experimente mit Menschen machen, Ihre Leben zerstören konnten. Und wofür? Oh, das Argument wieder. Soweit ich weiß, waren Sie dabei, neben mir. Die ganze Zeit über.
Das Blut klebt an ihren Händen, genauso wie an meinen. Du musst ihn stoppen. Bin dabei. So, er hat das Blut Ezios in sich. Ich brauche einen zweiten davon, Leute. Ich habe noch nie so lange eine Credits-Phase gesehen und dabei aktiv gespielt. Das ist total weird. Ich habe auch gar kein Leben eigentlich. Ich glaube, ich bin nur Sterblicher. Wollen wir den Credits sterben? Ja, lass mal probieren. Ja, ich bin hundertprozentig unsterblich hier. Interessant. Doc. Jetzt gibt's nur noch Sie und mich. Genießen Sie den Sieg, Mr. Miles. Solange Sie können. Mir gefällt Desmond, wir müssen los. Der Typ gefällt mir überhaupt nicht. Mauspower geben. Ja. Komm schon, okay. Hilf Lucy ins Auto. Tempo, Desmond, wir müssen los. Ich hab das Spiel nicht einmal mit du einer Maus... Du bekommst deine Chance, Desmond. Warren kriegt schon noch, was er verdient. Versprochen. Tja. Also was nun? Wohin gehen wir? Im Norden gibt's eine Hütte. Dort sollten wir sicher sein. Wenigstens für kurze Zeit. Ich muss nur die Bänder deiner Sitzungen analysieren. Herausfinden, was los ist. Und dann? Dann mal los. Ich habe dich angeschlossen. Wird eine lange Fahrt für uns. Ich dachte, du spielst vielleicht gern mit dem Animus so lange. Ja gut, aber erst habe ich Fragen. Ich meine, was war das in der Gruft? Was du gesehen hast, bestätigt meine Befürchtung. Die Templer sind nicht die größte Gefahr. Bei weitem nicht. Also dann, die Sonne. Was wird sie tun? Die Erde grillen? Ich weiß nicht, aber vielleicht. Es gab Spekulationen über eine Abschwächung des Magnetfelds der Erde. Eine starke Eruption könnte die Pole vertauschen und eine geomagnetische Umkehr verursachen. Wenn das passiert, rein theoretisch, könnte der Planet geologisch instabil werden. Sehr instabil. Das fällt eigentlich unter Pseudowissenschaft, aber irgendeine Katastrophe hat die Menschen der ersten Zivilisation erledigt. Und diese Frau, wie hieß sie noch? Minerva, nicht? Sie schien zu denken, dass wir auch eine erleben werden. Egal, wir sind am Arsch. Ich weiß nicht. Wir schauen uns weiter die Bänder an und du kannst deine Erinnerungen durchforsten. Vielleicht gibt es mehr zu entdecken. Okay, am besten fange ich an. Ja, das mit dem Polensprung ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Allerdings haben die davon nachher noch, davor noch nicht gewusst bei der Entwicklung. Das erleben wir gerade. Dass die das Nord- und Südpol sich vertauschen. Aber ich glaube, so richtig passiert ist das noch nicht. Aber wenn es passiert, dann kann das schon einen gewissen Schaden geben. Vor allem, wenn wir dann noch einen Sonnensturm da haben. A dope flash. Gott. Ich glaube, da kommt eh nichts mehr. Das ist aber interessant. Cool. Ja, nicht schlecht. Wobei, dass der Planet geologisch instabil wird, das ist übertrieben.
Das glaube ich eher weniger, dass das passiert. Denn geologisch gesehen hat der Magnet hat einen Polsprung überhaupt nichts damit zu tun. Dass jetzt die... Ja, gut. Jetzt könnte man tatsächlich irgendwie so Hypothesen aufstellen. Wenn jetzt tatsächlich innen drin der Erdkern aufhört zu rotieren, aber bis das passiert, ist die Sonne... Dann ist es ein roter Riesen. Dann gibt es die Erde nicht mehr. Ja, meine Einschätzung zum Spiel ist das erste Mal, dass ich das Spiel überhaupt durchspiele. Ich habe das beim zweiten Mal nicht bis nach Rom geschafft, auf jeden Fall beim ersten. Ziemlich geil. Auf jeden Fall um Meilen, um Welten besser als der erste. Der erste war kurz. Dieser hier ist lang. Wir sind bei über 100 Folgen, mindestens. 110, glaube ich schon. Wenn nicht sogar noch mehr. Ja. Die Bugs waren lustig, die ich hatte. Der fieseste Bug, den ich hatte, war ja hier dieser Multiplikator-Bug. Der die Wache einfach ins Unendliche gedingst hat. Wie spricht man den Namen aus? Sesh Hasquet wahrscheinlich. So viele Leute, die an dem Spiel mitgearbeitet haben. Man kann ja schon fast sagen, Meilenstein in der Geschichte, ne? Ich glaube Assassin's Creed 2. Das ist ja eine Trilogie, das heißt, wir werden mit Brotherhood weitermachen als nächstes. Das wird sogar schon aufgenommen heute. Wie spät haben wir es eigentlich? Ja, bis dann sind die Credits durch. Ich unterbreche doch nicht die Credits. Ich bin doch keiner von diesen, die das jetzt machen. Nee, das haben wir uns verdient. Wir haben es uns verdient, die Credits anzuschauen. Also ich kann echt jedem nur empfehlen, sich das Spiel zu holen. Und ganz ehrlich, das muss auch nicht im Sale sein dafür. Fünf Stunden später, immer noch Credits, alles schläft. Also irgendwann reißt auch ein Geduldsfaden, aber so lange werden sie das wohl nicht machen, oder? Der Bosskampf, wir können noch mal auf den Bosskampf eingehen, den vermeintlichen. Dass ich Rodrigo Borgia erschossen habe und dass er die Kugel überlebt hat, war lustig. Also, das fand ich cool, dass ich ihn abgeschossen habe. Ich dachte wirklich, er wäre tot. Das war toll, das war schön. Ich hoffe, ich kriege noch mehr Schusswaffen in den nächsten Teilen. Einfach nur, damit ich den Finish habe. Schon wieder Dope Flash. Krass, es wiederholt sich. Aber jetzt kommt das Ende, glaube ich. Bundesarchive. Okay. Ja, klar, sie haben die Archive durchforstet dafür. Präsentiert in Dolby Digital. Havoc gibt so lange, ey. Das siehst du überall. Was ist das eigentlich? Ich glaube, das ist ein Engine, ne? NASA? Ach ja, klar, die haben Fotos von NASA verwendet. Ogg-Vorbis, yeah. Meine Audiodateien werden in Ogg-Vorbis gerendert. Oh, Quatzal. Aber ich will Schusswaffen. Ich will auf jeden Fall wieder eine Armschusswaffe, die versteckt ist. Einfach nur eine Deagle, eine Magnum in dem Ärmel drin.
Da gab es noch eine Warnung der Vervielfältigung. Naja, gut, das ist ja sowieso eine Grauzone. Hä? Aufwachen. Interessant. Aktion beendet. Aktion beendet steht hier jetzt. Umhang ist in diesem Gebiet nicht wirksam. Wo bin ich denn jetzt? Oh ja, schön. Und nochmal hier die Trophäensammlung im wahrsten Sinne. Gucken wir uns doch mal um, was wir hier alles haben. Erstmal kriegen wir Cash. Da haben wir diesen komischen Typen da. Ach, Carlo Grimaldi war's. Okay. Dann haben wir hier Girolamo Savonarola, ne, oder so ähnlich. Der aussieht wie ein Romulaner. Ach, die Gebrüder Orsi. Die verrückte Frau, die war lustig. Dumbledore, den haben wir erschossen. Marco Barbarigo heißt er natürlich hier. Aber für mich sieht er aus wie... Das sieht doch aus, das ist doch Dumbledore, ganz ehrlich. Kannst du auch hier nicht erzählen. Finde ich cool, dass ich den erschossen habe. Das war lustig. So, danach, das war kurz bevor ich entdeckt wurde. Das war auch ziemlich knapp. Silvio Barbarigo. Natürlich auch Rodrigo Borgia. Allerdings hat der noch überlebt. Der lebt ja noch. Allerdings muss er mit der Schmach leben, dass ich ihn am Leben gelassen habe. Überhaupt die Patsy. Ich bin zu nah dran. Von links an Arschloch 1 bis 4 und rechts fetteste Arschloch überhaupt. Francesco de Pazzi. Emilio Barbarigo. Er hat ja eine ganze Menge Opfer. Viri de Pazzi. Ich glaube, da wird die Folge auch immer lustig genannt. Wird stillgelegt oder so? Oder wird zurückgelegt oder irgendwie? Uberto Alberti. Die Frage ist, warum... Dahin ist Borgia, ne? Aber hinter der Wichtigste scheint er zu sein. Was passiert, wenn ich hier runterspringe? Ich glaube, jetzt kann ich das Spiel endlos weiterspielen, ne? Gut, das deckt sich natürlich auch mit der Geschichte, wo sie sagte, jo, du kannst noch ein bisschen rumspielen, Desmond. Und die Erinnerung erforschen und erkunden. Damit sorgen sie noch dafür im Hintergrund, dass man 100% Run machen kann. Aber ich glaube, ich habe auch alle Bilder hier, ne? Ich habe ja voll 100% gekauft. Das Einzige, was ich nicht gekauft habe, sind... Ups. Ne, da gehen wir nicht rein. Das Einzige, was wir nicht 100% gekauft haben, ist Rüstung und so. Hol mal... Nee, nicht klettern. Hol mal nochmal Geld und wir holen was nach. Das Spiel ist jetzt zu Ende. Das Spiel ist cool. So. So, Rüstung. Ja, kauf das. Kauf das. Kauf das. Kauf das. Kauf das. Das.
So, 100% müsste es sein, oder? Ja, komisch, jetzt bin ich auf einmal wieder weiß. Jetzt klappt das, jetzt wo das Spiel zu Ende ist und wir es beenden. Gut. Ist die Villa 100%? Wo sehe ich das überhaupt? Ich glaube in der Datenbank, ne? Nee, da nicht. Alle Verschwörer sind erledigt. Eigentlich nicht, aber gut, warum nicht? Ich weiß gar nicht, ich gehe mal kurz zum Buch. Weiß haben wir begonnen und in Weiß werden wir enden. Ich mache auch keine neue Folge, ich lasse jetzt bei 31 Minuten. Das macht gar keinen Sinn, jetzt noch eine neue Folge zu ballern. Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? So. Vollendung, 100%. Wir haben alles auf Maximum. Wir haben alle Möbel und so. Wir haben alles gesammelt. Wir haben hier auch alles. Besser geht's nicht. Bis bald, Ezio. Wir sind fertig. Wir haben nichts mehr zu tun. Ezio wird jetzt zur Ruhe gelegt. Und ich sage, danke fürs Zusehen. Irgendwie ein bisschen unepisch, wenn da unten jemand klopft, ne? Nee, es ist nicht episch genug. Aussichtspunkt haben wir auch nicht, ne? Ja, machen wir es einfach. So. Ja. Danke fürs Zusehen.